Die 1930er und 40er Jahre waren bahnbrechende Jahrzehnte für die Akzeptanz und Entwicklung des modernen Kunstbewusstseins im Irak. Während dieser beiden Jahrzehnte bildete sich Kunstfreunde und Kunstgruppen und eine Generation irakischer Künstler, die als die Pioniere bezeichnet werden, starteten verschiedene Aktivitäten zur Einführung moderner Antworten auf die Frage der Repräsentation, die durch die rasche Modernisierung des Landes und insbesondere in der Hauptstadt Bagdad entstanden war. Entscheidend in diesem Prozess ist die Gründung von Institutionen wie dem Institut der Musik 1937, dem Bagdader Institut für Schöne Künste 1939 und dem Irakischen Museum für Moderne Kunst 1943. Das Nationalmuseum des Irak, nämlich das Museum der Antike, wurde bereits 1926 gegründet. Der syrisch-irakische Pädagoge Saad al-Khosri, der 1921 zum Generaldirektor für Bildung im Iran ernannt wurde, war eine Schlüsselfigur beim Aufbau eines Nationalbewusstseins während der Transformation des Irak von einer osmanischen Provinz zu einem modernen, auf dem Arabismus basierenden Staat. Al-Khosri wurde später zum Generaldirektor für die Antike ernannt. Sein Engagement sowohl im Bildungswesen als auch im Museum gewährte ihm viel Einfluss auf moderne irakische Künstler, die mit Regierungsstipendien in Europa Kunst studierten und nach ihrer Rückkehr im Nationalmuseum arbeiteten. So bereitete diese Zeit entscheidend den Kontext für die Künstlergeneration vor, die während des sogenannten goldenen Zeitalters der 1950er Jahre im Irak heranreifte. Diese Gruppe bezeichnet man auch häufig als Pioniere der Moderne. Und dies wiederum war für die Erschließung neuer Möglichkeiten von entscheidender Bedeutung. Was noch wichtiger war, ist, dass sich die Künstler der 1950er Jahre mit dem mangelnden wahrgenommenen Verständnis ihrer Geschichte, der Repräsentation und ihrer Verbindung zu ihren zeitgenössischen Existenzen und Realitäten auseinandersetzen mussten. Trotz großer wirtschaftlicher Ungleichheit, sozialer Konfrontation und dem großen äußeren politischen Druck wurden die 1950er Jahre zu einer Zeit der Potenziale, die zu einem besseren Leben führten. Die Künstler waren daher an zwei sich überlappenden und sich überschneidenden Fronten gefordert, nämlich der Konstruktion von Kontinuitätspunkten innerhalb der irakischen visuellen Geschichte, nämlich die alte Zivilisation Mesopotamiens und auch die islamischen Epochen wie die Abbasiden und die Osmanen. Und zwar bei gleichzeitiger Beteiligung an der Schaffung neuer Darstellungsformen, die ihre moderne Existenz zum Ausdruck bringen konnte. Beide trugen wesentlich dazu bei, eine Art Kunstverständnis und ein Kunstinteresse in Bagdad zu schaffen und eine Kultur anzuregen, die die moderne irakische Kunst schätzte und sammelte, bevor eine offizielle Institution gegründet wurde. Die moderne irakische Kunst wurde folglich bis zum heutigen Tag zu einem wichtigen Identitätsmerkmal für die Iraker. Die irakischen Intellektuellen haben außerdem eine Kluft zwischen ihren Bestrebungen und denen ihres Publikums festgestellt, insbesondere angesichts des repressiven politischen Klimas der damaligen Zeit. Die Gründung der Friends of Art Society 1941 signalisierte eine wichtige Entwicklung für die moderne Kunst im Irak und ging mit einem stärker formalisierten Interesse an den Künsten einher. Sie war auch die erste offiziell gegründete Organisation, die beim Innenministerium registriert wurde und in der Istiqlal-Zeitung am 25. März 1941 bekannt gegeben wurde. Der Gesellschaft gehörten Maler, Bildhauer, Architekten und auch andere Kunstliebhaber an. Die Gesellschaft veranstaltete nur drei Ausstellungen, spielte aber während der turbulenten Jahre des Zweiten Weltkrieges eine wichtige Rolle. Als Teil ihres Programmes veranstalteten sie kulturelle Vorträge und Veranstaltungen. Trotz des Zweiten Weltkrieges waren die 1940er Jahre im Irak als Jahre des Forschens und Lernens äußerst wichtig. Chawad Salim, der Künstler, machte mehrere Notizen in seinem Tagebuch, die er während dieser Zeit führte. In seinem Eintrag vom 15. Januar 1944 reflektierte er eine Diskussion, die er mit einem Major der britischen Armee über die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Kunst in Europa und die darauffolgende Zeit zwischen den Kriegen führte. Selim ist entschieden sehr hoffnungsvoll auf eine fruchtbare Zukunft für die moderne Kunst im Irak.
Er argumentiert, dass die geografische Entfernung des Irak vom Krieg nicht nur bedeutete, dass es keine direkte Beteiligung gab, sondern dies ermöglichte dem Irak einen isolierteren, stabileren Kontext für die irakischen Künstler, die zudem von der selektiven Interaktion mit einer Reihe von Gastkünstlern profitierten, insbesondere den britischen und polnischen, die während des Kriegs im Irak stationiert waren. In einem späteren Eintrag, nämlich am 16. November 1944, fügte er hinzu, dass die Künstler in Bagdad während des Krieges weiterarbeiteten und dass, und ich zitiere, dass Bagdad den europäischen Künstlern neue kulturellen Perspektiven und Räume gab. Ende des Zitats. Selims Optimismus findet ein Echo in der Einschätzung von Shakir Hasan al-Said, nämlich, dass die Gründung der Friends of Art Society innerhalb kurzer Zeit nach der irakischen Industrie- und Landwirtschaftsausstellung von 1932 erfolgte. Für al-Said bedeutete diese Ausstellung einen wichtigen Wendepunkt für die Kunst in Richtung Professionalität, gekennzeichnet durch den Kunstflügel, der von König Faisal I. eingeweiht wurde. Der zweite Schritt zur Förderung moderner Kunst und Künstler wurde von der Gruppe Société Primitive SP unternommen. Offiziell 1947 gegründet unter der Leitung Faik Hassan, drückt der Name aus, so argumentierten sie, dass jede Kunst ein Original ist, Bidai, wie intuitiv und einfach. Der Name war zunächst mal als Scherz gedacht, wurde dann aber so übernommen. Die Gesellschaft hatte ihre Wurzeln in einem Kollektiv irakischer Künstler, die sich regelmäßig trafen und auf Tagesausflüge ins Freie gingen, immer freitags, um dort zu malen. Aus ihren Aufzeichnungen, die 1943 begonnen wurden, geht hervor, dass sich 60 solcher Reisen unternehmen und darunter auch einige Tage Camping im Sommer. Diese Reisen ermöglichten ihnen im Wesentlichen einen Raum für Dialog, da es ja keinen institutionellen Rahmen gab. Anlässlich der ersten Jahresausstellung von SP im Dezember 1950 änderte die Gruppe ihren Namen in Al-Ruwat, ein arabisches Wort, das bedeutet Forscher in Bewegung, obwohl es oft als die Pioniere übersetzt wird. Die Namensänderung, die sie offiziell als Al-Ruwat-Gruppe ins Leben rief, signalisierte eine reifere Herangehensweise der Gruppe, die sich auch stilistisch niederschlug, da sie eine deutliche Abkehr von dem bevorzugten impressionistischen Stil bedeutete. Vor allem aber sollte sich das, was von den Künstlern der Gruppe als introspektive Herangehensweise angesehen werden kann, in einen internationaleren, engagierteren Ansatz verwandeln. Die Abstraktion würde für die Gruppe zu einem starken Interesse. Der Künstler Mahmoud Sabri drängte die Gruppe sehr effektiv zu einer konstruktiveren, sozialen, aktiven Rolle in ihrer sich wandelnden Gesellschaft, um das zu beenden, was er bezeichnete als die Entfremdung des Künstlers in seinem eigenen Land. Al-Ruwat setzte die Aktivitäten auch nach einem Führungswechsel in den frühen 1960er Jahren unter Ismail al-Shechli fort. Wenn wir Al-Ruwat als nun das Bemühen betrachten, ein ästhetisches Kollektiv zu erreichen, das auf den mit den Sinnen erfassten lokalen und nationalen Umfeld basiert und das auf Freundschaftsbeziehungen basiert, die neue soziale Verbindungen abseits der Familie und der Stammeszugehörigkeit bilden und so maßgeblich zur Veränderung der irakischen Gesellschaft in Bagdad beitrugen, dann sorgt Jamaat Bagdad Lifan al-Hadid, die 1951 von Jed Salim und Shakir Hasan al-Said gegründet wurde, für ein intellektuelles Gleichgewicht in diesem Bemühen. Selim, der zur Al-Ruwat-Gruppe gehörte, empfand die Bildung der neuen Gruppe als einen notwendigen Schritt über das hinaus, was Al-Ruwat erreicht hatte. Die Nachkriegszeit und die Kämpfe, die zur Revolution von 1958 führten, erforderten neue Perspektiven und Richtungen. Vermutlich war es so, dass die Bagdad Group for Modern Art zu einem entscheidenden Zeitpunkt gegründet wurde, um eine entscheidende Verhandlung zu führen zwischen einem postkolonialen Nationalbewusstsein und dem Modernismus, meist europäisch, wenn auch als international und transnational von der Gruppe wahrgenommen. Die zwei Hauptverantwortlichen der Bagdad Group for Modern Art, also Selim, er wurde im Jahre 1919 geboren,
und zwar in Ankara. Und Al-Said, geboren 1925 im Irak, waren ganz unterschiedlich hinsichtlich ihres Temperaments und Hintergrunds, näherten sich aber intellektuell und ideologisch an. Selim, und wie gesagt, er wurde in Ankara geboren, und zwar als Sohn einer Künstlerfamilie. Er hatte mit einem Stipendium der Regierung in Florenz ein Studium der Bildhauerei begonnen, und zwar von 1938 bis 1939, zog dann aber nach Paris um, von 1939 bis 1940, und schließlich aufgrund des Zweiten Weltkrieges musste er nach Bagdad zurückkehren. Nach Kriegsende setzte er sein Studium an der Slade School in London fort. Und dort war er dann von 1946 bis 1948 und dort lernte er dann auch die britische Künstlerin Lorna kennen. Selim kehrte 1949 in den Irak zurück und wurde Leiter der Abteilung für Bildhauerei am Institut für Bildende Künste. Al-Said, geboren in der ländlichen Stadt Samarwa, schloss 1948 zunächst ein Studium der Sozialwissenschaften am High Institute of Teachers in Bagdad ab. Später studierte er Malerei am Institut für Schöne Künste in Bagdad 1954 und dort begegnete er Selim und wurde von ihm unterrichtet. Al-Said erhielt 1955 bis 1959 ein Stipendium, um an der Académie Julien, der École des Arts Décoratifs und der École Supérieure des Beaux-Arts zu studieren. In Bagdad war der charismatische und kosmopolitische Selim beteiligt an den umfassenden Gesprächen über Poesie, Architektur und Theater. Das erste Treffen der Bagdad Group for Modern Art fand in seinem Haus statt und wurde von seiner Schwester Nahia, seiner Frau Lorna, seinem Bruder Nizar, Al-Said, dem Bildhauer Mohammed Ghani Hikmet, dem palästinensischen Kritiker Shabra Ibrahim Shabra und vier weiteren Mitgliedern, darunter einem Architekten, besucht. Zwei Jahre später kamen zwei wichtige Künstler hinzu, darunter Ismail Fadal Turk, ebenfalls Bildhauer, und der Keramikkünstler Saleh Amermeri. Die Liste der Künstler, die sich der Gruppe anschlossen, sollten alle wichtigen und einflussreichen modernen Künstler des Irak umfassen und so effektiv sicherstellen, dass die Ideen und Prinzipien der Gruppe von der irakischen Kunstszene verstanden oder sogar unbewusst verinnerlicht wurden. Die Gruppe bekräftigte kontinuierlich, dass jedes Mitglied einen einzigartigen Stil beibehalten sollte, aber alle zielten darauf ab, durch die Geschichte der irakischen Kultur zu navigieren, um diesen individuellen Stil weiterzuentwickeln und so das Land und seine Kulturen auf moderne Weise zu visualisieren. Die Künstler der Bagdad Group for Modern Art orientierten sich am Konzept von Istalhim Arturas, um eine moderne Denkweise des Kunstschaffens zu initiieren. In seiner einfachen Form bedeutet der Begriff die Suche nach Inspiration und Motivation durch eine innovative Auseinandersetzung mit dem Erbe. Istalhim ist ein Konzept, das die Vermittlung zwischen Vergangenheit und Gegenwart fördert, und zwar als eine Form der Verhandlung von Erbe und Tradition mit dem Ziel, zeitgenössische Ästhetik nicht zu replizieren, sondern vorwärts zu projizieren und zu verwirklichen. Selims Verständnis der modernen Kunst im Irak drückte die Problematik der neuen Kunst aus, die sie gelernt hatten, nämlich die Ölmalerei auf Leinwand in Anlehnung an moderne Stile und die Vergangenheit, die Selim im mittelalterlichen Werk von Al-Wasiti wahrgenommen hat. So sah Istalhim als eine Erneuerung der Malerei im Irak an. Das Zusammentreffen mit der Arbeit von Al-Wasiti, der tatsächlich ein sehr bekannter Maler war und in Bagdad im 12. Jahrhundert lebte und sehr berühmt war für seine Werke und seine gefeierten Illustrationen für das Buch von Al-Hariri, die Makamat, also Versammlungen, und das datiert aus dem Jahre 1237. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Reihe von Anekdoten der Sozialsatire, die von Al-Hariri geschrieben wurden, nämlich dem Leiter des Polizeireviers in der Stadt Basra, also der heutigen Stadt Basra im heutigen Irak.
Auf Al-Wasitis Arbeit wurde die Gruppe aufmerksam, als im Dezember 1938 nur wenige Bilder aus dem Manuskript der französischen Zeitschrift Illustration mit einer Einführung des französischen Kunsthistorikers Loret veröffentlicht wurde. Die Zeitschrift wurde vom Künstler Atta Sabri nach Bagdad gebracht, und zwar 1941. Loret bezeichnet das Werk von Al-Wasiti als Teil dessen, was er die Bagdad School of Painting nannte. Al-Wasiti diente den Mitgliedern der Gruppe als Vorbild. Für Selim war Selim als eine neue Reihe der Malerei im Irak anzusehen. In der Eröffnungsansprache, die Selim bei der ersten kollektiven Ausstellung der Gruppe 1951 hielt, erklärte, und ich zitiere: Wir träumen, dass es einen Traum gibt, der uns mit all den Wesen verbindet, die einfach nur träumen. Einen Traum, den wir Bagdad nennen. Ende des Zitats. In dieser Erklärung beruft sich Selim auf zwei Aspekte, den lokalen und den globalen. Selim erläutert die Entwicklung der Kunst und ihre Rolle sowie die des Künstlers bei der Erhaltung der lokalen Kultur, während er der Menschheit in einem globalen Kontext dient. Er stellt den Status der irakischen Künstler in Bagdad in Frage und verortete die moderne Kunst am Rande. Er kritisierte den neuen, vom bürgerlichen Geschmack getriebenen Markt, der die neuesten internationale Trends in der Musik-, Möbel- und Filmindustrie akzeptiere, jedoch nicht die moderne bildende Kunst. Er missbilligte die vorherrschende Vorliebe des Mainstream für den akademischen Stil und hinterfragte die Beziehung zwischen Künstler und Öffentlichkeit, die möglicherweise die moderne irakische Kunst als Grund zum Stolz für die Iraker verorten würde. Die Gruppe veröffentlichte auch ihr Manifest mit ihrer ersten Ausstellung. In diesem Manifest, das höchstwahrscheinlich von Al-Said formuliert und auch theoretisiert wurde, wurden Ideen beschrieben, die die visuelle Produktion der Gruppe betrafen. Sie sagten: Damit kündigen wir heute den Beginn einer neuen School of Painting an, die ihre Quellen aus der Zivilisation der Gegenwart mit all den Stilen und Schulen der plastischen Kunst, die aus ihr hervorgegangen sind, und aus dem einzigartigen Charakter der östlichen Zivilisation bezieht. Auf diese Weise werden wir die Hochburg der irakischen Malerei ehren, die nach der Schule von Yahya al-Wasiti, der mesopotamischen Schule des 13. Jahrhunderts, zusammenbrach. Und auf diese Weise werden wir die Kontinuität wiederherstellen, die seit dem Fall Bagdads durch die Mongolen zerbrochen ist. Die Wiedergeburt der Kunst in unseren Ländern hängt von den Anstrengungen ab, die wir unternehmen. Und wir rufen unsere Malerbrüder auf, diese Aufgabe im Interesse unserer Zivilisation und im Interesse der universellen Zivilisation, die durch die Zusammenarbeit verschiedener Völker entwickelt wird, zu übernehmen. Möge das Erbe der heutigen Zeit und unser Bewusstsein für den lokalen Charakter unsere Richtschnur sein. Mögen wir Unterstützung durch die Aufmerksamkeit, den guten Geschmack und die Ermutigung erhalten, die wir vor der Öffentlichkeit erwarten. Ende des Zitats. Der Ton dieses Manifests war revolutionär, aber auch ehrgeizig. Die Gruppe begrüßte den Gereis des Torahs, also Tradition, da ihr Verständnis von internationaler Kunst in ihrer Vorstellung von Identität wurzelte, die ihrer Meinung nach ihr einziger Anspruch auf unverwechselbare Kreativität war. Gerade diese Vorstellung ist es, die sie damals direkt mit der irakischen Gesellschaft verband und die ihre Experimente auch heute noch relevant macht. Die Gruppe veranstaltete jährliche Ausstellungen und bestand bis 1971. Nach Selims frühen Tod im Jahr 1961 und trotz der Bemühungen von Al-Said, die Gruppe zusammenzuhalten, waren ihre Vision und ihre Dynamik jedoch zersplittert, zumal die 1960er Jahre unterschiedliche Ansprüche und Richtungen für Künstler mit sich brachten. Al-Said,
der Kunstgeschichte lehrte am Institut für Bildende Künste nach seiner Rückkehr aus Paris, berief sich in seinem Werk weiterhin auf Inselham, wie in Inselham al-Harf, das den arabischen Schriftzeichen erforschte und dazu führte, dass er Albert Walwahid, die One Dimension Group, 1971 gründete. Während al-Said während seiner gesamten Laufbahn an der Idee von Inselham festhält, führte sein intellektuelles Interesse an Existenzialismus, Phänomenologie und Sufismus zu verschiedenen Experimenten. Seine Arbeit ging über die Abstraktion hinaus zu einer realistischen Dekonstruktion von Zeit und Raum auf der Suche nach dem Verborgenen. Er war durch seine Lehren, Theorien und verschiedenen Positionen, die er im Irak innehatte, äußerst einflussreich bei der Gestaltung der jüngeren Künstlergeneration. Es besteht kein Zweifel, dass die verstärkten künstlerischen Aktivitäten im Irak in den 1940er und 50er Jahren auch staatliche Aufmerksamkeit erweckte. Die irakische Monarchie organisierte die erste umfassende Ausstellung irakischer Kunst im Al-Mansur Club, die vom jüngeren König Faisal II. Eröffnet wurde. Die Auswahljury gehörten Jubar Selim, Akram Shukri und der britische Schriftsteller Alan Tim an. Viele Werke wurden abgelehnt, was wiederum zur Organisation einer weiteren Ausstellung führte, und zwar der Künstlerin Nouria Al-Rawi, einer Studentin am Institut für Schöne Künste mit dem Titel Marat Al-Marfoud, Salon de Refusée, die in der Iraqi Women Union Hall stattfand. Eine zweite Ausstellung im Al-Mansur Club wurde im Februar 1958 organisiert. Chabra argumentierte, dass der durchschlagende Erfolg der ersten Ausstellung, bei der die Regierung Künstler mit Preisen für Exzellenz auszeichnete, für die Gründung der Vereinigung irakischer Künstler sorgte. Diese Vereinigung wurde offiziell am 11. Januar 1956 in der Zeitung Al-Bilad angekündigt und diese Vereinigung ist bis heute aktiv. Der Einfluss der Bagdad Group for Modern Group schwingt bis heute nach. Ihre Ziele, ihre Arbeit förderten ein spezifisches Verständnis des Visuellen in Bezug auf eine wiederbelebte, dynamische Kultur. Insbesondere setzten sich die Künstler der Gruppe aktiv dafür ein, die irakische Volkskunst durch Abstraktion neu zu erfinden. Es gelang ihnen, den Modernismus in der irakischen Kunst auf einen fortschrittlichen Weg zu bringen, der den irakischen Künstlern der folgenden Generation auf affektive Weise half, eine wiedererkennbare visuelle Identität zu bewahren. Die Gruppe initiierte insbesondere einen radikalen Vorstoß für die Entwicklung der modernen Ästhetik im Irak, der ein explizites Verständnis der Repräsentation verhandelte, das die Krise lösen sollte, die durch die Moderne und den Wandel verursacht wurde. Noch wichtiger war, dass die Gespräche, die sie begannen, die Konzepte, die sie einführten und auch der Geist des Experimentierens und der Innovation durch die Arbeit ihrer ehemaligen Mitglieder und ihrer Schüler nach ihnen weitergeführt werden sollte. Ebenso wie die Beziehung zwischen Künstlern und Öffentlichkeit und auch die Wertschätzung der Öffentlichkeit für die moderne Kunst. Für die Iraker ist die moderne Kunst ein nationales Erbe und ein Grund zum Stolz. Vielen Dank.